da vorne müsste ein Dreikampf sein. Ja, ist ein Dreikampf. Sanft durch die Kurve fahren, sanft, 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 sanft. Gut. Jetzt muss ich sie in den Schikanen einholen. Flotter Dreikampf jetzt zwischen Kim, Sorensen und Olivier. Also, ja, Olivier fährt langsam zurück, also zwischen Kim und Sorensen. Die Schikane hole ich wirklich viel auf. Vor allem auf der Bremse. Jetzt ist der Stand so, wie ich es erwartet habe. Kim vor Sorensen und Olivier, so habe ich es erwartet. Boah. Uiuiui. Der ist auch arg spät auf der Bremse. War gut. Erste Lesmo, die zweite Lesmo. Auch nicht schlecht. Jetzt muss ich den Vorsprung verwalten, weil auf der Geraden sind sie wirklich sehr viel schneller. Halt auch viel mehr PS. Ah, zu früh. Viel zu früh auf der Bremse. Geht mal nach außen, so kann man meinen Windschatten nicht wirklich nutzen. Das ist vom Vorteil. Jetzt muss ich aber hier die Spur rein. Auch sehr langsam diese Kurve. Nicht gut, nicht gut. Der kann jetzt durchaus noch aufholen. Da muss ich jetzt in den Rückspiegel schauen. Müsste eigentlich reichen. Uns reicht. Knapp. 0,15 Sekunden nur. Damit sieht's so aus. Ich vor Kim, Sorensen, Olivier, Foster, Burns, Jill, Klein. Sehr gutes Rennen von Klein mit dem Ferrari Z. Wird 8er. Weber im S4 wird 9er und Kubota wird 10er. Also ein Rennen, das doch viel durcheinander gebracht hat. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Zumindest im hinteren Feld nicht. Nun ja, gut für mich. Damit ist die Meisterschaft jetzt schon gewonnen. Das kann ich euch beweisen, indem ich auf den Punktestand zeige. Ich habe 400 Punkte, Kim hat 270 Punkte und das sind schon viel zu wenig, um noch irgendwie gewinnen zu können. Also habe ich die Meisterschaft gewonnen. Olivier mit 260 Punkten, Dritter, Vierter ist Lorenz mit 210 Punkten, Foster. Ups. Im Jaguar S-Type ist mit 150 Punkten recht gut. Im Punktestand drin, dann haben wir Gill im Mitsubishi Lancer Evo 8 mit 120 Punkten, Burns im Lotus Carlton mit 90 Punkten, Weber im Audi S4 mit 55 Punkten, Klein im Nissan Fairlady Z mit 35 Punkten und im Nissan Skyline Coupe Kubota mit 30 Punkten. Und damit kommen wir schon zum fünften und letzten Rennen in dieser Meisterschaft. Das findet in Brands Hatch statt. Die Strecke hat etwa von allem ein bisschen. Kommt darauf an, welche Version es ist. Indy oder GP-Kurs. Ich schätze jetzt mal auf den GP-Kurs. Vielleicht hätte ich noch Licht anmachen sollen. Ach, egal.
egal, denke ich. Mache ich wenn schon nach dem Rennen. Ja, ich denke, es ist das GP-Rennen. Ja, GP-Strecke. Wie ich es mir gedacht habe. Damit auf ins Rennen. Los geht's, Start. Zum Glück bin ich auf der Bremse ja relativ stark, genauso wie im Handling auch. Mit diesem Wagen meine ich. Weit nach außen getragen worden, aber kein Problem. Kein Problem. Es ist früh am Morgen, 7.30 Uhr. Einige Leute können da überhaupt nicht mal aufstehen. Und wir fahren da schon rennen. Da haben wir schon den S-Type. Okay, diesen Teil auch geschafft. Ah, ein bisschen weit nach außen. Übersteuern. Ein bisschen Zeit liegen lassen. 4,8 Sekunden. Oh, ganz schlecht. Aber immerhin kein Fehler. Zwischen Kim und Olivier geht es um den zweiten Platz. Kim muss vor Olivier landen, damit er seine Punktezahl verteidigen kann. Olivier muss vor Kim sein und muss zwingend mindestens zweit werden, damit er den zweiten Platz erobern kann. Wow! Sogar der Elise hängt mich auf der Geraden ab. Meine Fresse. Aber in den Kurven nicht. So, Kim ist vorne. Damit müsste der zweite Platz für ihn schon mal gesichert sein. Es ist doch ein rechtes Stück, wo er jetzt momentan gleich vorne ist. Ach. Viel Korrektur, aber solange ich es nicht auf der Straße halten kann, ist gut. Immer noch 7.30 Uhr, die Zeit geht einfach nicht vorbei. Okay. Ja, schon viel besser diese Kurve hier. So war der Ausgang nicht so gut. Hier ein bisschen weit nach außen geraten, aber dafür kann ich jetzt schnell nach unten fahren. Wieder viel korrigiert und noch halten können. Schon mal gut. Wieder halten können. Vorsprung beträgt 5,7 Sekunden. Kim ist weit vor Olivier. Der zweite Platz wird also über Kim führen. Komma 8 Sekunden.
wieder viel Korrektur drin gewesen. Ich möchte gar nicht so viel riskieren. Vorsprung mit 9 Sekunden gigantisch. Kann aber immer noch mit einem Fehler dahin fliegen. Aber das wird nicht passieren. Meine Runde ist 1,5 Sekunden schneller als die zweite. Die dritte Runde. Und damit gibt es nur einen verdienten Sieger. Den Tesla. Vor Kim im Spera. Vor Olivier im Elise. Vor Sorensen im M3 Coupé. Vor Foster im S-Type R. Vor Gill im Lancer Evo 8. Vor Burns mit im Lotus Carlton. Vor Klein, der wieder mal ein super Rennen gemacht hat. Auf dem 8. Platz mit dem Fairlady Z. Vor Kubota, der Weber überholt hat. Gar nicht schlecht. Im Skyline Coupé auf dem 9. Platz und Weber auf dem S4 und auf dem 10. letzten Platz. Und zwar mit viel Rückstand. Mit viel Rückstand. So. Damit kommen wir zur Endwertung. Wenn mein Vermögen auf 5,25 Millionen gestiegen ist. Sieht so aus. 500 Punkte für mich. Für Kim 345. Für Olivier 220. Für Sorensen 260. Für Foster sind es 190. Für Chill 150. Für Burns 110 Punkte. Für Weber 60. Für Klein 50. Und für Kubota 40. Damit habe ich diese Meisterschaft gewonnen. Und gewinne noch ein bisschen Geld dazu. Nochmal 70.000. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt ist 19.38 Uhr. Moment, ich hänge jetzt noch. Also ich mache jetzt noch kurz Licht. Damit sollte ich jetzt besser zu sehen sein. Ja. Gut möglich. Gut möglich. Okay, was haben wir noch übrig? Saugmotorsport-Serie, Turbosport-Serie, 4WD-Herausforderung, MR-Herausforderung. Schauen wir hier mal nach. Was haben wir? Brands Hatch, Willow Springs, Grand Valley Speedway. Und die Gegner, 500 LP mit harten Sportreifen. Und ja, mal schauen, was habe ich für Autos zur Verfügung. Die beste Wahl wäre entweder der Impreza oder der Lancer. Ich denke, ich nehme jetzt mal den Impreza. Der liegt mir besser. Der liegt mir besser. Mit dem habe ich fast überhaupt kein Untersteuern. Vor allem auf einem kurvigen Kurs wie Brands Hatch ist das von Vorteil. Ziemlich ein Vorteil. Außerdem ist mit 42 von der PS-Stärke her relativ gut relativ gut besetzt. Okay, ein Skyline GTR V-Spitz 2 R34, ein Lancer Evo 6, ein Impreza, noch ein Impreza, ein FX45 Concept, also Infinity. Noch zwei Imprezas, noch ein R32 Skyline und ein TTS Coupé. Okay, schauen wir mal, was das mit sich bringt.